Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Shake Game. Und ja, vielleicht hört man das schon an meiner Stimme oder so. Und ja, ich glaube, ich werde langsam krank, was ziemlich kacke ist, weil ich da wieder gar keinen Bock drauf habe. Ich hasse es, krank zu werden. Ich habe jetzt sogar schon die Musik vergessen, einfach so anzumachen, aber egal, mache ich jetzt an. Im Nachhinein ist ja kein Ding. So, ich muss gestehen, es war ja letzte Woche Freibier. Ich habe 2 oder 3 Tage nur gemacht. Den Rest war ich irgendwie nicht auf Shake the Fish. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe irgendwie verpeilt oder weiß ich was. Ich war einfach wahrscheinlich zu blöd. Der läuft noch. Der läuft nicht mehr so lange. Den tun wir raus, nehmen wir uns mal in den Trank rein. Das ist eigentlich voll praktisch, wenn man sich die Tränke aufspart. Für dann, wenn man die mal brauchen kann. Na, ist alles okay. Waffenladen. Ja, okay. Oh, hier wollten wir noch auf 200.000 hoch, ne? Machen wir das mal auf 15.000. 350.000. Wenn wir so weit kommen. Ja. So, machen wir auch eine gerade Zahl raus. Machen wir hier nochmal ein bisschen rein. Ja, da können wir nichts, dann haben wir da noch ein bisschen rein, da geht auch nicht mehr. Da auch nicht. Okay, gut, das heißt, wir gehen jetzt in den Dungeon. Hier habe ich auch voll vergessen, ich hatte den schon weiter runter, habe auch ein paar Tage nicht gehauen. Sonst wäre er wahrscheinlich auch schon tot. Hier haben wir immer noch den Führerhaufen, der irgendwie nicht umfallen möchte. Oh nein, ich habe ein ganzes Gold verskillt, ne? Das heißt, ich kann die Leute gar nicht leveln, auch Mann. Das ist jetzt schade. Ich hab zu wenig Gold, ja, das weiß ich. Das ist das Problem. So, das ist ein Stärkegegner. Ah. Könnte ich an für sich eigentlich schaffen, den Typen. Oh, wie knapp war das denn jetzt bitte? Oh. Komm schon. Du bist auf jeden Fall machbar. Na also, nice. Wir kriegen dann eine relativ gute Waffe. Moment. Musste gerade meinen zweiten Bildschirm nochmal kurz neu einstecken. Das ist nur so normal reingesteckt und die Farbe hat sich gerade ein bisschen geändert. Yay! Ich habe sogar Level abgemacht, das ist ja cool. Aber der Stab ist kacke. Der kommt weg. Oh ne, sag bitte nicht, die Hexe wollten. Ja, die wollten natürlich heute Waffen, das heißt, ich hätte doppeltes Geld für bekommen, naja, egal. So, das heißt, Kundigundi. Der da. Der da, der da. Ah, ich kann sogar alle leveln, das ist schön. Nice. So, dann. Wer ist denn der nächste? Oh, nee. Da will mir irgendwas andrehen. Weiß ich jetzt schon. Das ist ein schöner Steckgegner. Ach komm schon, bitte einmal kritten. Nice, wir haben ihn geschafft, geil. Entschuldigung. Das können wir aber eigentlich jemandem geben hier. Läuft bei mir. Hä, hat nicht eben nur Pulse nice geschrieben? Ach, da oben, stimmt. Lol, ich habe sogar noch ein Level abgeschafft. Was ist denn hier los? Alle Attribute. 183, ne? Du hast 2,7, 2,6. Dann ziehst du das erstmal an. Und ich hab schon nicht Gold. Aber richtig. Ja, hier läuft richtig. So, komm. Was haben wir denn da? Den schaffe ich bestimmt eh nicht. Was ist schon wieder ein Steckgegner, Alter. Was ist denn da los? Warum haben wir eine geschickte Skill, wenn die nächsten alles Stärke-Gegner sind? Das ist eigentlich voll schwachsinnig gewesen. Alter, der ist 350. Boah, der ist aber echt machbar. Wie lustig ist das denn? Das ist ja mal richtig derbe geil. Ja, die ist nicht so gut, aber nehmen wir einfach mal. Ah, komm, wir probieren hier mal.
Das sollte eigentlich was. Oh nein. Doch, es wurde was! Nice! Für den Kundi neue Schuhe. Das sind sogar, glaube ich, richtig gute Schuhe für den Kundi. Oh nice. Das ist auf jeden Fall krasse Steigerung. Das Ding riecht komisch. Danke. Ja, und das obwohl ich diese 100 Alu, die ich mitgemacht hätte. Ich das mitgemacht hätte, ich wahrscheinlich mehr reißen können. Was haben wir denn? Ein Pfingsthasen. Ja, wir haben bald erst Weihnachten, aber ne, Pfingsthasen kann ja auch mal sein. Oh, können wir den schaffen? Wäre natürlich geil, weil durch den Goldbonus. Oh mein Gott. Nein! Wir haben es echt geschafft! Ich dachte echt, wir haben verkackt jetzt. Wie geil. Alter, das ist sogar gar nicht so kacke, das behalten wir erstmal. Ich wollte hier im Turm gar nichts machen. Na komm, probieren wir noch einmal hier. Oh mein Gott, was denn da los? Der dynamische Peter ist auch tot, Alter. Und alles so Kundi-Items. Was ist da los? Wird natürlich ausgerüstet. Das Ding riecht komisch. Scheiße, können wir nicht mehr in die Toilette schmeißen. Immer wieder gern. Ja, okay, wir haben noch zwei Pilze. Jetzt einmal da mal noch hier rein. Ah, das wird aber nichts. Nee, den. Dadurch sterbe ich jetzt. Oh, nochmal hier oder in den. Turm. Hier haben wir jetzt auch einen neuen. Ah komm, wir machen nochmal die Prinzessin. Ist ein Stärke schon wieder. Alles Stärke-Gegner hier oder was im Moment, ey? Ah, nee, das schaffe ich nicht. Ah ja, schade. Stimmt! Danke, immer wieder gern. Voll gut. Voll gut. Okay, das heißt, nächste Woche geht's dann weiter. Da werden wir hier auf jeden Fall den Endboss schaffen. Werden in den 13. Stock kommen. Und werden hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter kommen. Dadurch, dass ich jetzt den Goldbonus ein bisschen mehr hab, ist das natürlich jetzt schon vorteilhaft, dass wir, ne, fett Gold bekommen, dass wir skillen können hier. Wir werden auf jeden Fall erstmal ein bisschen auf Stärke dann gehen, weil im Moment ja alles nur Stärke-Gegner kommen. Ich sehe, wir verstehen uns. Ja, wir verstehen uns alle. Oh, gut, wir gehen dann schon auf 30, da wisst ihr ja, die Sache läuft nicht viel, da ich die Pizza nicht ausgeben möchte, wegen dem 30er Reit hier. Oh. Und da ich hier keine Flimmerkiste gucke, ist das mit den Pilzen schlecht. Wenn man das macht, kann man das bestimmt mehr, kann man mehr schaffen und so. Aber ich mach das ja nicht. Gut, wir gehen aber erstmal in den Zauberladen. Oh mein Gott, haben wir hier viele Tränke. Hatten wir ja ausgetauscht, ne? Hexe. Bist du heute Brustpanzer zum Beispiel? Nein? Okay, dann kann man aber das, glaube ich, in die Toilette schmeißen. Das ist ja eigentlich Verschwendung. Ich habe ja auch noch keinen ausgestattet, falls ihr Fragen deutet. Kauf uns das mal einfach. Einfach nur, um es in die Toilette zu schmeißen. Weil wir dann spülen können. Geschick. Alter. Ich hasse, wenn man krank wird, ne? Das ist so ätzend. Das ist sogar ein besseres. Du kriegst erstmal das hier an. Warum habe ich das nicht eigentlich von Erde angezogen? Ach, keine Ahnung. Wie ihr seht, ich bin im Moment richtig verpeilt. Du wolltest Helme, ne? Stimmt. So, wird verkauft. Trank. Kann man auch mal einen großen reinwerfen. Den da holen. Kaufen, verkaufen. Kaufen, verkaufen. 320, ja. Ja komm, für nur Gold kann man das machen. Das ist nicht so wild. Dann starten wir eben kurz noch im Turm jemanden aus. Hier, du kriegst den Ring.
gehen dann nochmal in den Zauberladen, holen uns den da und ja, freuen uns jetzt einen Keks. Keks gefreut, gut. Weiter geht's in dem Dungeon. Ja, wir können nochmal hier rein. Und schon mal anfangen hier hochzuskillen. Dann brauchen wir das später nicht machen, weil ich das dann bestimmt eh wieder vergessen werde. Dungeon und zwar hier. Ich glaube, das nächste war der zweite, der Fallen hätte machen müssen. Ah, der ist eh bald ausgelaufen, hauen wir den rein. Also der zweite, ich glaube, den habe ich geschafft im Free Try. Oh, und den schaffen wir auch. Nice, geil. 171. Naja. Aber wir haben ja jetzt zum Glück hier unsere. Ich passe auf eure Items auf, Leute. Denn das ohne Skillen, krass. Dankeschön. Ich hasse, wenn man krank wird, das ist so ätzend. Guck mal, hier können wir aber gucken, wo wir mehr Gold kriegen. Was denn? Ist doch so. Ja, ist so. Okay, dann, was kommt da als nächstes? Wir probieren ihn einmal, auch wenn er einen Pilz kostet. Schwarzschädel. Na, ja, das dauert natürlich noch. So. Wir können jetzt eigentlich auch skillen, aber ehrlich gesagt gar keine Lust. Oh, wir haben einen neuen, der Stufe 10 ist. Ja, am Anfang levelt man schnell in einer recht gut ausgebauten Gilde. Lohnt sich dann auf jeden Fall, in eine Gilde reinzugehen, vor allem am Anfang. Später, klar, lohnt das auch, aber am Anfang, da merkt man das einfach richtig krass, diesen Schub, den man da hat. Aber, ja. Dann, wie ihr jetzt seht, das dauert einfach ein bisschen, bis man da Level Ups kriegt und sowas. Wir könnten eigentlich Arena nochmal machen. Hier gegen einen aus Blutrausch. Kenne ich zwar nicht, aber können wir umhauen. Machen wir hier noch. Oh, ich habe ihn auch geschafft. Cool. Gibt alles Money. Aber es ist leider null Pilze, was ein bisschen schade ist. Ich werde eventuell hier mal wieder die Flimmerkiste anmachen. Weil ihr seht, das hat ja echt gerockt. Und ich hoffe einmal, dass wir bis zum nächsten Wochenende ein paar viele Pilze kriegen. Dass wir da ein bisschen Dungeon durchziehen können. Das Problem ist jetzt halt gewesen, dass ich in der Woche richtig wenig gemacht habe. Wir hätten diese 300 Alu machen können. Und das für umsonst. Das heißt, da hätten wir nochmal mehr Pilze finden können. Aber ich weiß nicht. Ich bin irgendwie drüber hinweggekommen. Und abends wurde mir auch noch geschrieben bei WhatsApp. Melde ich noch zum Kampf. Da lag ich schon meistens im Bett. Und dann, ja, ich habe es irgendwie voll verpeilt. Es tut mir echt leid an meine Gilde, dass, ja, ich so inaktiv war. Ich war ja nur zwischendurch, wenn überhaupt mal online. Tut mir echt leid, aber keine Ahnung. Vor allem jetzt auch, wo es so lange um Richtung krank sein geht, wird das auch noch richtig kacke. Aber ich versuche mein Bestes, ich bleibe jetzt auf jeden Fall wieder dabei. Ich mache auf jeden Fall was. Es war so cool, diese 300 Alu mal zu machen mit Freibier. Es war aber echt lange. Es hat wirklich lange gedauert, weil, klar, auf einen 300 Alu ist nicht schlimm. Das sind, ich meine, das sind 5 Stunden umgerechnet, die man im Leben warten muss. Also, ja, spielen nicht unbedingt, man muss halt warten. Man macht hier so Klick, klickt die Quest an, fertig hat man. Macht nebenbei was anderes, ein YouTube-Video gucken oder so. Aber da ich das auf 2 Servern machen muss, hatte ich die extra auf dem zweiten Bildschirm schon. Den einen Tag, wo ich arbeiten musste, wo ich ja abends arbeiten musste, da hat das echt so gut wie gar nicht geklappt. Weil ich dann abends erst wiedergekommen bin und dann musste ich noch irgendwie, keine Ahnung, wie viel Alu machen. Das hat also zeitlich gar nicht geklappt. Da habe ich noch ein bisschen gemacht. Meistens habe ich so, dass ich über die Nacht hinaus da schon ein bisschen Alu gemacht habe. Dass ich da am nächsten Tag nicht so viel habe. Das hat aber meistens auch nie ganz geklappt. Aber naja, was will man machen, ne? Stimmt, wir könnten ja noch spülen. Habt ihr bestimmt schon alle voll drauf gewartet, ne? Oh Mann, ich bin noch so nie dort. Ey. Mit in die Toilette. Einmal spülen, bitte. Oh, sogar ein Epic. Geil. Ja, das wollte ich eben austauschen, ne? Behalten wir jetzt erstmal. Habe ich jetzt eigentlich auch schon mal in den Toilette geschmissen? Ich weiß es gar nicht. Wenn nicht, dann kaufen wir da auch gerade noch was. Ne, habe ich gar nicht. Die Toilette zum Beispiel, das ist auch eine Sache. Toilette müsste mir echt jeder irgendwann bei WhatsApp immer schreiben. Hast du schon mal in die Toilette geschmissen? Ich vergesse das so oft, ne? Das ist so abnormal. Aber wir haben gar kein Gold. Das ist natürlich ärgerlich, ne?
Wir haben 153.000. Das könnten wir uns holen. Kostet aber ein Pilz. Wir haben 10 Pilze. Gut, wir können uns gar nichts holen. Auch schön. Ja, da hat er recht. Mit dem Gildenschatz kann man schreiben, wie man möchte. Aber wenn es so, keine Ahnung, ich sage jetzt permanent spammt jetzt, hier, wenn ich jetzt die ganze Zeit, wie ging das nochmal? Wartet mal. Mach kurz einen neuen Tab auf. Shakes and Fidget Chat Befehle. Wollte ich nochmal kurz machen. Den Chat Befehle, aber es gibt einen coolen. Ein Befehl, Schatz. Nee, das wollte ich nicht. Was war denn das? Lol, das geht auch. Warte. Arena XP. One Fight. Ich habe heute schon einen Fight gemacht, wofür ich Dings gekriegt habe, Geld gekriegt habe, Erfahrung gekriegt habe. Cool. Was war denn das nochmal? Oh Mann, ich würde jetzt gerne haben. Was auch geil ist, ist Cheat. Hui, wer den noch nicht kannte. Cheat, dann verändert sich das halt immer. Ganz lustig. Um das wieder wegzumachen, einfach einmal die Seite. Alter, das Portal geht ja mal richtig ab. Einmal die Seite aktualisieren. Ich muss gerade einmal husten. Entschuldigung. Warte, Shakes of Widget, Chat-Befehle. So, wo haben wir es denn? Ich wollte es echt gerne mal zeigen noch. Weil ich glaube, das kennen auch nicht viele. Ich finde das gerade nicht, das ist ein bisschen ärgerlich. War auf jeden Fall ein echt geiler Befehl. Hier ist das, glaube ich. Wir gehen mal eben kurz in die Gilde. Machen eben einmal kurz Musik aus. Und geben das hier ein. Nicht. Bei dem. Stimmt, das war was anderes. Man muss das in der Gildenhalle eingeben. Und jetzt passt auf. Oh, das macht Mu. Aber es wird in der Gilde angezeigt. Da kann man auch, das kann man auch richtig spammen. Das habe ich mal gemacht aus Versehen. Weil ich dann nicht wusste, dass es in der Gilde angezeigt wird. Oh, das ist richtig cool, das wollte ich gerade die ganze Zeit suchen.
Aber okay, ich habe jetzt viel zu lange gelabert und all sowas. Also, wenn ihr ShaxFidget irgendwelche Chatbefehle haben wollt oder sowas, einfach googeln am besten. Hier gibt es auch Sachen, die zu Ostern kamen. Alles wird auf Standard zurückgesetzt. Lässt bei jedem Spieler den Rahmen wieder. Ja, warum sollte man sowas machen, ey? Zeigt bei jedem den Goldrahmen an. Das wäre cool. Oh, lol. Stimmt, bei mir waren gerade die Pilze und alles weg. What the fuck? Muuu. Nee, Muuu. Hat auch Muuu gemacht bei mir. Okay, gut. Also kann ich mal kurz nochmal zeigen. Hier habe ich gerade geguckt. Hier haben wir zum Beispiel hier bla bla bla. Das würde ich gerne ausprobieren. Steht zwar Ostern, Doppelpunkt, aber ich weiß es nicht. Das da. Dann gehen wir aber auf den Server. Gilde. Muss man auch in der Gilde schreiben, oder? Ohne einfach in den Chat schreiben. In den Gildenchat? Gold Farms for everyone. Keine Ahnung. Bringt das jetzt was? Nein. Wenn ich da jetzt Slash vormache. Anderen Befehl. Okay, keine Ahnung. Wahrscheinlich ging der echt nur zu Ostern oder sowas. Keine Ahnung. Oder ist das bei mir? Nein, ich habe auch keinen Rahmen. Ach, keine Ahnung. Wenn die Gilde nachher fragt, sag ich einfach, wollte ich was ausprobieren. Aber okay, gut. Ich würde sagen, das war's dann von Shakes and Fidget. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt auf jeden Fall gesund, weil krank werden ist echt kacke. Und ja. Gut. Das heißt, ja, ich habe meine Abmoderation voll vergessen. Also, wie ihr seht, ich bin auch total verpeilt. Auch gestern war ich total verpeilt auf der Arbeit, aber ist egal. Gut. Ich würde sagen, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und ja, viel Spaß draußen. Das war's, euer Tom. Ciao, ciao und bye bye. Bam!